nach Estland im März, Anfang April. Das ist eine sehr spezielle Reise. Vor allem Eulen, Spechte, Waldhühner und natürlich sehr spezielle Enten locken die Vogelbeobachter aus ganz Europa an. Manchmal ist der winzige Sperlingskauz auch am Tage zu sehen, oft verraten durch die Warnrufe von Kleinvögeln wie der Tannenmeise. Ein seltener Gast, die Sperbereule. Nur in sehr kalten Wintern ist sie zu sehen. Der Habichtskauz ist dagegen weit verbreitet in Estland. Mit Glück lässt er sich sogar tagsüber im Winter beobachten, wenn der Hunger ihn auch bei Tageslicht Mäuse fangen lässt. Für seine Spechte ist das waldreiche Estland ebenfalls bekannt. Von den 9 mitteleuropäischen Arten finden sich 8 in den Wäldern Estlands. Besonders begehrt ist der bei uns sehr seltene Weißrückenspecht. Als Eiszeitrelikt ist er bei uns nur in den Alpen und im Bayerischen Wald zu sehen und das sehr selten. Hier dagegen wird er regelmäßig beobachtet und lässt sich gut zeigen. Dem Tannenheer entgeht im Wald nichts. Der Dreizehenspecht, auch schwierig in Deutschland zu finden, ist in Estland ebenfalls weit verbreitet. Typisch für ihn, lange herumhängen und klopfen. Da sind die anderen temperamentvoller. Das Männchen mit goldgelber Krone, das Weibchen ohne Krone, grau-weiß, schwarz. Wir verlassen den Wald mit seinen Geheimnissen und wandern an die Ostseeküste. Estland bietet gute Orte zur Beobachtung seltener Enten. Den Gänsesäger können wir auch in Mitteleuropa im Winter gut sehen. Nach Estland reist man wegen dieser hübschen Enten, denn sie sind in Estland zu Tausenden zu beobachten und das mit etwas Glück ganz aus der Nähe. Eisenten. Sehr gesellig sind sie und tauchen oft gemeinsam ab. Ihr zauberhafter Balzgesang erfüllt die Ostseebuchten. Das ist die seltenste Ente Nordeuropas. Wegen der Scheckente kommen im Winter viele begeisterte Vogelfreunde aus ganz Europa an die nordöstliche Ostsee. Rund 2000 der hübschen Verwandten der Eiderente sind im Winter in Estland zu sehen. Glück gehabt, im Schutz des Hafenbeckens lassen sie sich aus der Nähe beobachten. Scheckenten brüten in der arktischen Tundra. Es gibt nicht viele von ihnen und es ist nicht so einfach, sie unter den anderen Wintergästen herauszufinden. Das hier sind Bergenten, manchmal mit Reiherenten zu verwechseln. Neben ihnen können wir noch viele andere Wasservögel in Estland beobachten, unter anderem auch Samtenten, Zwergsäger, Singschwäne oder Mittelsäger. Und über allen kreist der mächtige Seeadler, immer auf der Suche nach einer unaufmerksamen Beute. Eine Spezialität hat Estland bei den Möwen zu bieten. Die gelbfüßige Silbermöwe kommt nur hier in der östlichen Ostsee vor. Wir folgen einer Bärenspur, die in den Wald führt. Ein kapitaler Braunbär. Der Vergleich mit der Stiefelspur ist anschaulich. Auch Elche kann man in Estland sehen. Aber auch Wölfe, Schneehasen, Luchse. Die bei uns so seltenen Raufußhühner sind in Estland noch gut verbreitet. So hat man reelle Chancen, sogar einen Auerhund zu sehen. Wir können am späten Vormittag einen balzenden Hahn erleben und sind schwer beeindruckt. Auch Haselhühner sind in Estland nicht selten, sie aber zu sehen ist schwierig, denn die kleinsten Raufußhühner sind äußerst heimlich und fantastisch getarnt. Dieser Hahn singt seine kleine Balzstrophe oben aus der Fichte von einem Ast. Jetzt. Ganz anders das Birkhuhn.
Wenn man die Walzarenen kennt, die von den Hähnen traditionell besucht werden, kann man dort morgens früh und auch abends ein eindrucksvolles Schauspiel erleben. Es gibt noch so viel mehr Besonderheiten im Winter zu sehen in Estland. Den nordischen Kleiber mit dem weißen Bauch zum Beispiel. Die nordischen Schwanzmeisen, den Raubwürger. Und natürlich Seidenschwänze. Da kann kein Fotograf widerstehen.